verflucht! Das ist kein Film. Das ist echt. Du bist die Regisseurin. Du hast hier das Sagen. Also verhalte dich so. Klar. In Richtung Licht. Warum nicht? Warum nicht, wenn wir keine Motten sind, ne? Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu... Alter. Zu The Casting of Frank Stone. Was mir hier gerade ein bisschen Sorgen bereitet, ist die Musik, die hier... Oh. Verliere ich hier den Verstand, oder ist das... Alter. Ist das wirklich eine gute Idee? Nur so können wir uns sicher sein. Wir müssen sicher sein. Ja. Ja. Okay. Okay, die entwickelten den Film. Kann ich hier trotzdem irgendwie rein? Anscheinend kann ich hier nichts machen. Film nehmen kann ich auch nicht, okay. Alter, was geht denn hier ab? Hä, das ist doch das Gleiche. Das ist so nicht passiert. Das ist anders. Oh. Es ist wirklich da drin. Was machen wir damit? Wir, teilen es auf. Jeder nimmt ein Stück. Dann bringen wir sie so weit wie möglich voneinander weg und lassen sie unter keinen Umständen wieder zusammenkommen. Erkannte, dass Frank Stone im Film gefangen war? Kann ich auch wieder nichts wirklich machen. Oder wenn ich länger draufhalte, auch nicht, ne? Oh, ey. Die Sounds sind ja richtig schlimm gerade. Vor allen Dingen richtig laut. Also ich habe das Gefühl, mir dröhnen gerade die Ohren weg. Das kann nicht der einzige Weg sein. Ich fasse es nicht, dass ich das sage, aber... Warum verbrennen wir den Film nicht einfach? Wenn er wirklich irgendwie in dem Streifen gefangen ist, könnte dessen Zerstörung ihn wieder freisetzen. Das weißt du nicht. Ich will das Risiko nicht eingehen. Du etwa? Es darf nicht noch mehr Opfer geben. Das war wohl nichts. Beschlossen, den Film aufzuteilen. Achso, hier kann ich nochmal... Oder? Ne, hier ist kein Film mehr. Hä? Weil die ihn aufgeteilt haben oder wieso? Alter, was ist das hier für eine Umgebung? Soll ich mich jetzt hier für eins entscheiden oder was? Was auch als nächstes passiert, ist meine Angelegenheit. Meine. Ihr lebt einfach weiter. Denkt nie wieder an das hier. Erzählt niemals irgendwem davon. Ihr hattet nie damit zu tun. Ihr wisst gar nichts. Verstanden? Schworen, die Filmteile getrennt aufzubewahren. Ja, das hat ja super funktioniert. Kann ich auch wieder nichts machen, außer halt eben das Ansehen. Hier ist aber alles dunkel. Wo soll ich denn jetzt hin? Da hinten ist ein bisschen Licht. Erwache.
Wo bin ich? Dann kommt die Erinnerung zurück. Unsere Welt. Ich soll wahrscheinlich dahin, oder? Wurde von einem Reich jenseits von Raum und Zeit verschlungen. Dank mir. Oder ich soll nicht dahin. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich würde halt lieber erstmal... Ich hoffe, dass wir gleich durch die Tür müssen. Aufheben? Moment, aufheben? Was aufheben? Was ist das? Ein Ring? Augustins Ring. Ja gut, die ist ja hier. Wie wird er wohl, also wie der da hinkommt, weiß ich nicht, aber. Ich weiß halt nie, wo ich jetzt hin soll. Ne? Soll ich durch die Tür, um mit der Story weiterzukommen, oder soll ich hier durch? Ich hoffe, dass wir durch die Tür weitergehen müssen wegen der Story. Wir sind raus. Wir leben. Nein. Nicht alle von uns. Oh, Maddie. Wie bedauerlich. Was auch passiert ist, danach war das nicht mehr sie. Nach dem, was du getan hast, dachte ich, du wärst erledigt. Ich war schon oft weg. Aber ich komme immer zurück. Was ist mit Augustin passiert? Ich hoffe, sie hat bekommen, was ihr kleines, kaltes Herz wollte. Und alles, was sie verdient hat. Sam. Ja? Wer sind die? Was machen die hier? Ach, das ist Claudette. Ich weiß nicht. Aber ich glaube, sie sind schon lange hier. Wir müssen hier weg. Ich glaube, das links ist Kate, wenn ich das richtig sehe. Sam. Was zur Hölle geht hier vor? Das ist übel, nicht? Sie warten auf irgendwas, oder? Sie haben auf uns gewartet. Um zu beginnen. Mhm. Womit beginnen? Mit der Runde. Das Mac? Egal, ob Killer oder Überlebender, der Antidos spielt auf ewig mit unseren Seelen. Endlose Prüfungen, voller Furcht, Hoffnung, Schmerz, Opfer. Nicht mal der Tod ist ein Ausweg. Nein! Ich kenne die Musik. Ach so, das ist das Ende. Och nein, ich hätte doch durch die Tür gemusst. Oh, ihr wollt mich doch verarschen, oder? Ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt vielleicht noch irgendwie so ein kleines Spiel mittendrin oder so. So à la DVD, weil das war nämlich jetzt die Musik, dass die Runde gestartet ist. Ich bin jetzt echt darauf eingestellt gewesen, also bis die Mac da gesessen hat, bis ich die gesehen hatte, dass wir jetzt mit 4 Survivern irgendwie so eine Runde noch spielen müssen oder sowas. Und dann, das wäre auch ein cooles Gimmick gewesen, muss man dazu sagen. Ach scheiße, ich hätte durch die Tür gehen sollen. Also, ich weiß jetzt natürlich nicht so genau, ob das jetzt hier das wahre Ende ist. Das ist aber eher das schlechte Ende, gehe ich mal stark davon aus. Ich werde jetzt mal einfach den Abspann für mich privat jetzt mal durchlaufen lassen
um zu gucken, ob da noch irgendetwas hinterherkommt oder noch eine Errungenschaft kommt oder irgendwas. Das kriegt man ja schon mal manchmal in den Spielen, wenn man den Abspann durchschaut. Und danach werde ich dann in den Schnitt, wie nennt sich das Ding jetzt hier? Also wo man diese Schnitts da angucken kann. Da werde ich dann das Ende nochmal spielen und werde euch dann nochmal hinzuholen und mal die Tür nehmen. Dann gucke ich mal, was das für ein Ende ist. Ja, gut, im Endeffekt haben wir nur noch zwei Leute gehabt am Ende, ne? Die eine ist umgebracht worden, die ist quasi gefressen worden. Und er, ja, sein Gehirn ist gespalten. Ja. Ja, sonst war ja keiner mehr da. Zumindest keiner, an den ich mich jetzt noch erinnern konnte. Sie ist ja eh tot, diese Troller, die das da alles hervorgerufen hat. Ja, ich bin mal gespannt. Also wir sehen uns jetzt sofort wieder, wenn ich versuche, die nächste Tür zu nehmen. Also die Tür zu nehmen, anstatt zum Lagerfeuer zu gehen. So. Schnittraumetage freigeschaltet. Ja, ich muss sagen, das Ende war dann jetzt doch nochmal ziemlich cool. Also alles, was nach dem Abspann kam. In der Schnittraumetage siehst du deinen aktuellen Fortschritt in der Story. Du kannst zu bereits gespielten Punkten in der Story springen, um die Ergebnisse zu ändern, andere Verzweigungen freizuschalten und Sammelobjekte zu finden, die du verpasst hast. Das wäre übrigens was gewesen, was man mit der Special Edition schon direkt von Anfang an gehabt hätte. Aber ich bin ganz ehrlich, da war jetzt nichts, was jetzt irgendwie wirklich von Bedeutung gewesen ist für mich. Deswegen habe ich diesmal nur die Standard-Edition genommen. Wir gehen jetzt tatsächlich mal in die Schnittraumetage rein. Das ist eine Zeitachse in... Achso. Gestalt erscheint. Das ist jetzt das Letzte. Erreichen das Lagerfeuer. Genau, dann fangen wir mal an. Und, was heißt fangen wir mal an? Dann versuchen wir mal von hier aus die Tür zu nehmen. Ich befürchte, dass sich jetzt hier das Gleiche nochmal abspielt. Also, dass das jetzt wieder das Erste ist hier. Verliere ich hier den Verstand oder ist es... Ist das wirklich eine gute Idee? Nur so können wir uns sicher sein. Wir müssen sicher sein. Das war das Erste, glaube ich, ne? Ja, okay. Ich gucke mir die Filme jetzt mal nicht an, sondern ich laufe jetzt mal einfach weiter. Ich cutte jetzt auch den Teil mit den ganzen anderen Filmszenen da raus. Und wir sehen uns gleich wieder, bevor ich dann die Tür öffnen kann. Das ist so nicht passiert. Es ist... Ich erwache. Wo bin ich? So, und jetzt haben wir die Entscheidung, ob ich das jetzt zum Lagerfeuer gehe oder nicht. Wir werden jetzt mal die Tür wählen.
Mal schauen, ob wir überhaupt hindurch können. Das ist ja auch noch so die andere Sache. Aber ich denke mal, dass es viele von euch auch interessiert, ob das geht und wenn ja, was wir da finden. Dank mir. Aha, wir können ja einfach durch den... Nee, das ist eine Sackgasse, ne? Mein... Ach! Und schon wieder der Trickster. Ein paar Stunden wäre ich ausgeflippt. Vielleicht. Okay, also mehr können wir dann hier anscheinend nicht machen. Wir können hier nur den Trickster finden. Ja, und ich gehe mal nicht davon aus, dass sich dann das Ende ändert. Ich werde jetzt nochmal kurz reingehen, aber wenn es wieder genau das gleiche ist, dann cutte ich da mal eben. Moment, hier war... Achso, der Ring, genau. Den haben wir hier jetzt natürlich noch nicht aufgehoben. Ja, dann ist das tatsächlich das Ende. Irgendwie ein seltsames Ende. Irgendwie, ja, klingt nach DBD, aber irgendwie auch ein seltsames Ende, finde ich persönlich. Naja, er kommt auch hier rein. Also es wird genau das gleiche Ende sein. Links sitzt Claudette wieder. Wir sind raus. Wir leben. Nein. Ja, das eher nicht. Nicht alle von uns. Ja, und damit sind wir dann auch schon wieder hier im Startmenü drin. Ich muss sagen, es war ein richtig gutes Spiel. Es war ungewohnt blutig diesmal. Also normalerweise war es jetzt nicht so extrem bei den... bei den Supermassive Games. Also zumindest habe ich es jetzt nicht mehr so in Erinnerung. Vielleicht bei der, nee, bei der Hexe, glaube ich, war es auch nicht so. Was ich sehr, sehr positiv allerdings fand, das war tatsächlich das erste Supermassive Game, wo es keine Jumpscares gab. Also klar, es war mal so ein bisschen, dass die Musik mal ein bisschen lauter wurde oder so an speziellen Stellen. Aber es gab keine richtigen Jumpscares, so wie wir es gewohnt sind, dass eine Katze anspringt oder was weiß ich. Dafür sind halt die anderen Supermassive Games, ja, ich sag mal, berüchtigt tatsächlich. Und das jetzt nicht im positiven Sinne, weil viele kennen das ja und viele denken da auch gleich, Jumpscares sind einfach nur flach. Also wer so keine Gruselstimmung aufbauen kann, nur mit Jumpscares arbeitet oder hauptsächlich mit Jumpscares arbeitet, der sollte vielleicht seinen Beruf nochmal überdenken. Zum Glück hat Supermassive Games nicht nur mit Jumpscares gearbeitet, aber es waren halt doch teilweise ein paar viele drin und das war ja einfach nur nervig. Man konnte sich da nicht in dem Moment auf die Story konzentrieren, sondern man war wieder raus, weil man, wie gesagt, von der Katze angesprungen wurde oder irgendwas runtergefallen ist oder was weiß ich. Und jedes Mal klingelten einen tatsächlich die Ohren, weil es so laut war. Aber naja... ist ein anderes Thema. Aber hier, The Casting of Fang Stone, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich richtig, richtig gut gemacht. Storymäßig, ja, also ich fand es soweit ganz, ganz gut. Ist jetzt natürlich keine überragende Story, aber ich sag mal, es ist halt die DBD-Lore, die da so ein bisschen eingearbeitet wird. Das dann wieder so ein bisschen verknüpft mit anderen Dingen. Man hat aber viele, also gerade als DBD-Fan, also naja, Fan, wir sind alle keine Fans, aber wir spielen es trotzdem täglich, muss man dazu sagen. Das ist so eine Hassliebe mit diesem Spiel. Eigentlich könnte das Spiel richtig, richtig gut sein, wenn sich die Politik von ja, Behavior letztendlich, also von den Machern von Dead by Daylight, ändern würde. Ja... Was soll man dazu sagen? Und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche politischen Einstellungen oder sowas. Ich meine, gut, da, das ist auch wieder so ein Thema für sich. Aber ich meine ganz klar diese Sachen mit, dass man extra Bugs im Spiel lässt, damit die Killer es einfacher haben, dass die Killer immer wieder bevorzugt werden, dass jedes Mal, wenn irgendein Update kommt, irgendetwas ist, dass der Killer wieder übermächtig ist und, naja, die meisten Survivor halt die ersten Wochen keine Lust mehr haben zu spielen. Ich sehe es halt nicht nur im Bekanntenkreis, ich sehe halt auch immer die gleichen Namen, die dann spielen. Das sind so die hart Eingesottenen sozusagen im Spiel.
Und ja, ich höre es auch unter YouTuber-Kollegen sehr, sehr, sehr oft, dass es einfach nicht mehr so ist wie früher. Also das Spiel an sich könnte richtig, richtig gut sein. Aber ja, ich sag mal, die Perks und alles, gerade halt eben auch die Übermacht der Killer-Perks, machen es einfach ein bisschen. Naja, aber wie gesagt, das hier ist ja The Casting of Frank Stone, auch wenn man natürlich immer so ein paar Linien Richtung DVD ziehen muss. Was ich sehr cool fand, dass wirklich diese kleinen Easter Eggs drin waren. Man konnte die Killer als Puppen finden und man hat sie jetzt nicht gerne gefunden, weil es teilweise echt beschissene Killer waren. Aber man hat sich natürlich jedes Mal gefreut, wenn man dann entsprechend die Puppen auch gefunden hat. Und ich fand es auch cool, dass dann so Sachen eingearbeitet worden sind, wie beispielsweise mit dem Hillbilly. Da musste man den Hammer finden, den musste man dann, ich sag mal, in die Hand reinstecken. Ich glaube, ja, doch ist es reingesteckt worden, soweit ich weiß. Und dann ist danach, hat sich ja was geöffnet, damit wir dann die Tür wiederum öffnen konnten. Und ja, lauter solche Sachen und dann so ein bisschen Parallelen will ich nicht sagen, aber dieser Frank Stone erinnert doch sehr an den Trapper, ne, an den Fallensteller. Und die Lore ist natürlich komplett anders gewesen, wobei ich persönlich jetzt die Lore vom Fallensteller oder von den Killern generell überhaupt gar nicht kenne, weil die mich ehrlich gesagt nie interessiert hat. Aber ich weiß, dass es anders ist, also dass es zum Beispiel andere Orte waren, an denen er gelebt hat und so. Es ist halt nur so das Gleiche, dass die halt alle irgendwo dem Tinnitus, wollte ich gerade sagen, dem Entitus geopfert haben. Und er hat halt auch eine Maske gehabt, wenn auch eine komplett andere, halt eine Stahlmaske, die sieht halt komplett anders aus und andere Waffen und so. Aber ja, so ein bisschen grob Ähnlichkeiten waren halt eben schon mit dabei. Und ja, also ich persönlich fand das Spiel echt gut. Das ist auf jeden Fall die Handschrift von Supermassive Games, hat man sehr stark erkannt. Was nicht die Handschrift von Supermassive Games war halt diese Performance-Probleme, die leider bis heute immer noch bestehen. Also das Spiel ist jetzt mittlerweile, glaube ich, vor einer Woche oder so rausgekommen. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Und es ist halt noch nichts behoben worden daran, außer dass man es jetzt endlich downloaden und starten kann. Da hatte man ja die ersten 4 Stunden komplett Probleme. Und wenn man sich mal so bei Steam und bei Twitter umgesehen hat, also sonst habe ich mich nirgendwo rumgetrieben, muss man jetzt auch ganz ehrlich sagen, es haben auch unheimlich viele Leute noch einen Tag später sich darüber beschwert, dass sie sich immer noch nicht downloaden können und das Spiel starten können. Da gab es dann Trick 17 für, also falls ihr immer noch das Problem haben solltet, dann löscht das Spiel, also deinstalliert das Spiel, macht komplett Steam zu, startet Steam nochmal neu und dann startet den Download nochmal neu. Und dann müsste eigentlich alles normal funktionieren. Weil egal, wie oft man das wieder deinstalliert hatte und neu installiert hat, es funktionierte nicht, solange man eben nicht Steam geschlossen hatte. Ja, und ich bin halt jemand, der hat Steam mehr oder weniger den ganzen Tag offen. Dementsprechend war das natürlich jetzt für mich auch eine Aktion, das erstmal rauszufinden. Aber mir hat das Spiel auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze gefunden habt. Seid ihr auch DVD-Spieler oder habt ihr damit überhaupt gar nichts am Hut und habt euch das jetzt einfach mal so angeguckt, weil ihr zum Beispiel Supermassive Games gut findet, also die Spiele davon? Wenn ja und ihr kennt die anderen Teile noch nicht, könnt ihr natürlich auch gerne mal ein bisschen hier auf den Channel stöbern. Da könnt ihr alle Supermassive Games finden, bis auf Until Dawn. Ich meine, das ist auch von Supermassive Games. Das ist ja PlayStation exklusiv gewesen für, ich weiß nicht, 10, 11 Jahre oder so. Und das wird erst voraussichtlich, glaube ich, nächstes Jahr auf dem PC rauskommen. Und da werde ich das dann natürlich auch kaufen und spielen, weil, wie gesagt, ich bin ein absoluter Supermassive Games Fan. Performance-Probleme, ja, hatte ich von vorne bis hinten, trotz aktuellen Gaming-PC. Ich habe sogar die Einstellung ein bisschen runtergeschraubt, dass ich alles nur auf hoch hatte und nicht wie gewöhnlich auf, ja, Ultra ist ja meistens das Höchste. Hat trotzdem nicht geholfen, also es hat trotzdem immer noch so ein bisschen gehakt beim Laden. Aber ich denke, es hat sich in Grenzen gehalten. Also man konnte trotzdem Spiel und so weiter gut
gut verfolgen. Es war halt nur, wenn die Videosequenzen angefangen haben, hat es mal ein bisschen geruckelt. Aber ansonsten, ja, solltet ihr jetzt noch einen alten PC haben, kann ich euch tatsächlich nur empfehlen, schaut euch erstmal die, ja, die Details an, was für Voraussetzungen für dieses Spiel hier herrschen. Wenn ihr einen PC habt, der, ja, ich weiß nicht, älter als 3-4 Jahre schätzungsweise ist, würde ich aufpassen. Ich weiß nicht, inwiefern da jetzt die Bedingungen, also die Voraussetzungen sind. Darauf jeden Fall nochmal informieren. Alles, was da drunter ist, also zeittechnisch drunter liegt, das sollte vermutlich funktionieren. Ich kann natürlich nicht die Hand dafür ins Feuer legen, aber sollte vermutlich funktionieren. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht und wir sehen uns dann im nächsten Let's Play wieder. Bis dann. Ciao. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!